Hallo und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung vom Landwirtschaftssimulator 2019. Diese Mod-Vorstellung wird eine Pferdestall-Vorstellung. Ich habe mir die Mod selber noch gar nie angeguckt. Ich habe sie aber runtergeladen bei bei Mod-Hoster, glaube ich. Wir kaufen die jetzt einfach mal. Da müssen wir auf Tierhaltung, glaube ich. Da sollte sie dann irgendwo zu finden sein. Und da ist sie auch. Ja, da kann man schon sagen, dass es nicht ganz klein ist. Wir platzieren sie einfach, die Mod, und dann rennen wir da mal hin. Und dann gucken wir uns die mal an. Ich glaube, man kann, soweit ich weiß, Tore öffnen. Wäre sehr... Alter, das ist ja mega cool. Wenn das hier aber eine Pferdebox sein soll, da muss ich aber sagen... sie ist sehr dunkel. Warum ist es hier so hell? Ah, da ist ein Licht, aber... Also, das kann man nicht als Pferdebox nutzen, ganz ehrlich. Also, wenn das die Pferdebox sein soll... Ah, hier, eben. Da sieht man, das sieht jetzt so richtig aus. Also, das, ich empfehle euch. Da kann ich jetzt nichts öffnen. Wieso nicht? Also, ich empfehle euch, die... ich würde euch empfehlen, die Mod hier runterzuladen, weil die sieht einfach richtig cool aus, dieser Pferdestall. Das ist halt Licht anschalten. Alter, da geht einfach das Licht an. Das ist halt richtig cool, diese Mod, und ich habe die mir selber noch gar nie angeguckt, deswegen bin ich jetzt so erstaunt von dieser Mod. Also, man kann hier Tore öffnen, es gibt richtig gescheite Boxen, und, ich kann hier einfach nur das Licht anmachen. Und es ist auch so ein warmes Gelb. Das gefällt mir richtig gut. Wir machen mal kurz das hier an. Das ist wieder nur so eine einzelne Box. Da ist, glaube ich, der Schalter, um die Tore aufzumachen. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, aber... Wir gucken die uns einfach mal an. Da... Ah, hier, da gehen auch die Tore auf. Also, die Tore, da kann ich jetzt nichts machen. Ich kann dann nur die Pferde reinbringen. Was heißt, ich würde mal gerne ein Pferd kaufen. Dazu gehen wir mal hier rein. Wir nehmen uns dieses Auto hier. Ja, das können wir so lassen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Dann gehen wir einfach mal hier auf Anhänger und Tiertransporter, diesen hier. Ja, die Farbe ist mir hier auch egal. Zurück. Dann wechseln wir mal zu dem Fahrzeug natürlich. Hier. Gut, dann werden wir den Anhänger ankuppeln und zum Viehhändler fahren. Und dann werden wir da mal zwei Pferde kaufen und dann werde ich das Ganze ausprobieren. Gut. Damit ihr jetzt die langweilige Fahrt nicht sehen müsst, mache ich hier einen Cut und sobald wir beim Fahrzeughändler angekommen sind, beim Viehhändler, dann starte ich die Aufnahme wieder. Also, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, jetzt sind wir beim Viehhändler angekommen. Hier steht auch Viehhandel. Und jetzt gehen wir einfach mal Tiermenü öffnen mit R. Da gehen wir dann natürlich auf unsere schönen Pferdchen. Da können wir uns eins aussuchen. Ich finde das ganz schön. Wir kaufen uns natürlich zwei, weil wir jetzt zwei Plätze in unserem... Und das hier. Und dann bestätigen. Jetzt müssten wir die Pferde eigentlich... Ja, ich sehe sie schon durch das kleine Fenster hier. Viehhänger aufklappen. Nee, das will ich nicht. Okay, jetzt haben wir den ihre Hintern gesehen.
Abdeckung öffnen. N. So, jetzt können die Pferde auch frische Luft schnappen. Und wir fahren einfach mal zurück jetzt kurz. Und dann... Also, die Fahrt werde ich jetzt nicht überspringen, weil... Ja, der Weg ist jetzt doch gar nicht so lang gewesen, aber... Damit ihr halt nicht das Ganze sehen müsst, wie wir da hin und zurückfahren, filme ich jetzt halt nur, wie wir zurückfahren. Und ja, wir sind jetzt eh gleich schon da, also das war jetzt echt nicht so weit. Das wusste ich jetzt halt gerade gar nicht und dann habe ich es halt einfach so rausgeschnitten. Kommen wir da rum? Ja, gut. Dann nehmen wir mal den Weg hier hinten. Das war jetzt dumm, den Weg zu nehmen, da kommen wir nicht durch. So, da muss ich hier leider drehen. Okay. Die Pferde werden hier... Okay, ja, die Pferde werden hier jetzt ganz schön durchgeschüttelt. Tut mir leid für euch, ich weiß nicht mal euren Namen. Auf jeden Fall. Muss ich da jetzt rückwärts reinfahren? Warte, ich weiß das jetzt gar nicht, wie ich das machen muss. Aber dieses Gebäude, ich kann da echt nur dazu sagen, ah ja, jetzt hier Menü öffnen, eher verschieben, verschieben, bestätigen. Die müssten jetzt theoretisch hier auf der Koppel sein. Ich steig mal kurz aus oder in irgendeine Box. Hallo, oh, da habe ich schön geparkt. Na gut, hier geht's ja. Da müsste ich irgendwo sein. Ah ja, ich höre schon ein Pferd. Wir rennen da mal auf die Koppel. Und da stehen sie. Oh, das war dumm, dass ich hier offen gelassen habe. Jetzt reiten wir einfach mal dieses Pferd. Und das heißt Edward. Edward. Das läuft hier gut rückwärts. So, dann machen wir ein bisschen schneller hier. Okay. Springen mit Leertaste. Ich kann hier einfach nicht rein. Aber was ich mal... Was ich mal ausprobieren will, ist... Oh, man läuft auch nicht weg. Ach. Edward, das störrische Pferd. Ja. Okay. Was hat das? Naja, wir probieren jetzt einfach mal irgendwas. Ah, jetzt rein. Jetzt ist es wieder weg. Na toll. Naja, auf jeden Fall. Wenn euch... Oh, das Pferd geht da rein. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat... Würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann sage ich tschüss, schaut doch gerne in der nächsten Folge wieder rein und bis zum nächsten Mal.